Laura will ihren Sohn nicht wieder hergeben und flüchtet zum Friseursalon ihres Chefs, Jan Röller, der nach Feierabend sein Geschäft aufräumt. Der Vater ihres Kindes ist jetzt ihre einzige Hoffnung, Niklas zu behalten. Ich dachte, der Kleine ist bei seiner Pflegefamilie und du besuchst ihn heute dort. Ich konnte Niklas nicht da lassen. Laura sagt, dass das nicht wahr ist. Und es ging einfach nicht, mein Kind bei einer wildfremden Frau auf dem Arm. Das ging, man, wirklich, wärst du da gewesen, hättest auch nicht ruhig bleiben. Mensch, wie kannst du so bescheuert sein und den Kleinen einfach wegzunehmen von seiner Pflegefamilie? Und dann kreuzt du mit ihm auch noch hier bei mir auf. Zu mir kommen die auch als allererstes. Dich kennt doch keiner, von dir weiß doch keiner was. Der Kleine kann doch unmöglich bei mir bleiben. Was soll ich denn meiner Frau erzählen? Hallo Andrea, ich muss mal eben meinen Kleinen vor dem Jugendamt verstecken oder was? Der Kleine muss zurück zu seiner Pflegefamilie und zwar sofort. Nimm ihn wieder mit. Du spinnst doch ganz ehrlich. Ich werde dir ganz bestimmt nicht bei einer Entführung helfen. Kannst mich mal. Ehrlich, was denkt der sich eigentlich? Der spinnt doch wohl völlig. Der kann mich doch jetzt hier nicht alleine stehen lassen. Ich kümmere mich die ganze Zeit schon alleine um Niklas. Alles muss ich alleine machen und er macht sich hier schön Lenz. Geht nicht. Und was soll ich denn jetzt machen? Laura Storz Baby Niklas lebt seit 2 Tagen bei einer Pflegefamilie, weil sie ihren Sohn laut Jugendamt vernachlässigt hat. Da die 19-Jährige Angst hat, Niklas für immer an die Pflegemutter zu verlieren, entführt sie das Kind, um es bei dessen Vater Jan Röller zu verstecken. Doch der weigert sich. In ihrer Not vertraut sich Laura ihrer Anwältin Brigida Braun an. Ich verstehe Sie grundsätzlich. Ich kann Ihnen nachfühlen. Ich bin selbst Mutter, aber Sie können das Kind nicht einfach so mitnehmen. Wenn das Jugendamt das spitz kriegt, na, dann haben Sie wirklich ein Problem. Ja, aber ich wollte Niklas doch gar nicht bei mir behalten. Ja, sondern wo sollte das Kind hin? Zu seinem Vater. Aber der wollte ihn nicht, also bin ich hergekommen. Also jetzt verstehe ich wirklich nur noch Bahnhof. Entschuldigung, mit Verlaub. Sie haben mir erzählt, das Kind ist das Ergebnis eines One-Night-Stands. Sie kennen den Vater gar nicht, Sie haben keinen Kontakt, nichts, nichts, nichts. Und jetzt wollen Sie es zum Vater bringen. Wie geht das zusammen? Ja, ich habe gelogen. Niklas' Vater ist, ja, er ist verheiratet und ich wollte nicht, dass er Ärger mit seiner Frau bekommt. Ja gut, das verstehe ich. Aber wer ist denn das eigentlich? Jan Röller, ihm gehört der Friseursalon. Ist das der Mann, mit dem Sie sich kürzlich da so angeregt unterhalten haben vor Ihrem Haus? Ja, wir sind halt schon länger ein Paar und wir lieben uns. Ich meine, herzlichen Glückwunsch, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen sauer, dass Sie mich darüber nicht in Kenntnis setzen. Und davon abgesehen, lassen Sie mich raten, gehe ich recht in der Annahme, dass Ihr Freund auch einen Zweitschlüssel zu Ihrer Wohnung hat? Ja, schon, aber Jan würde niemals unser gemeinsames Kind in die Babyklappe bringen. Und Jan liebt Niklas und er wird sich auch darum kümmern, wenn er Zeit hat. Also hören Sie mal. Ich meine, es ist doch klar, in Ihre Wohnung wurde nicht eingebrochen, als das Kind verschwunden ist. So, das heißt, irgendjemand hat das mitgenommen, den Schlüssel zur Wohnung hat. Wer mag das sein? Ihre Schwester scheidet aus, wie wir wissen. Es bleibt doch nur noch Ihr Freund. Und warum? Weil er hier Ihre Affäre offensichtlich vertuschen wollte. Menschenskinder. Aber das ist jetzt völlig zweitrangig. Hören Sie mal, wir müssen das Kind sofort zurückbringen. Ich will doch aber Niklas nicht wieder wegbringen. Frau Storz, ich verstehe Sie wirklich, aber schauen Sie mal, Sie gefährden wirklich alles, ja? Wenn das hier rauskommt, wird Ihnen das Kind so schnell nicht wiedergegeben vom Familiengericht und auch Ihr Umgangsrecht setzen Sie aufs Spiel. Menschenskinder, kommen Sie, das müssen wir in Ordnung bringen, ein Schritt nach dem anderen. Ich könnte echt heulen, Niklas jetzt wieder in diese Pflegefamilie zu bringen, aber ich muss ja und ich habe auch echt Mist gebaut. Ich kann nur hoffen, dass das Jugendamt mir jetzt Niklas nicht endgültig wegnimmt. Brigida Braun informiert sofort Pflegemutter Hanna Tappertz und bringt gemeinsam mit ihrer Mandantin Baby Niklas wieder zurück. Inzwischen hat Lauras Schwester Svenja Mahlmann auf Sozialarbeiterin Christine Niehaus und die Ziehmutter erfolgreich eingeredet, nicht die Polizei einzuschalten. Jetzt ist doch alles wieder in Ordnung. Die Hauptsache ist, dass Niklas wieder da ist. Nichts ist in Ordnung. Dass wir nicht die Polizei geholt haben, das ist bloß, das haben sie ihrer Schwester zu verdanken. Ja? Und dass diese Aktion jetzt hier noch Konsequenzen hat, ist Ihnen schon klar, oder? Ich weiß, dass es keine gute Idee war. Mensch, Frau Niehaus, lassen Sie doch mal wirklich die Kirche im Dorf. Also, Sie sind doch in dem Job nicht hier seit gestern.
Und ich meine, Sie wissen doch, wie eine junge Mutter reagiert, wenn sie nach Tagen ihr Kind zum ersten Mal bei einer fremden Frau sieht. Ich meine, ihr geht einfach das Herz über. Sie hat Panik bekommen. Jetzt haben Sie doch Verständnis. Ja, aber sie hat einfach nicht auf die Bedürfnisse ihres Kindes geachtet, sondern und überhaupt nicht auf die Sicherheit des Kindes. Das Kind war bei ihr zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Das Kind war bei seiner Mutter. Verstehen Sie? Und darüber hinaus, eines fällt mir wirklich auf. Also Ihre Vertrautheit mit der Pflegemutter. Ich meine, Sie duzen sich, verstehen Sie? Man kriegt ja wirklich das Gefühl, als ob das Kind hier schon aufgeteilt wäre, ja? Ich meine, das ist meiner Mandantin nicht angenehm. Also erstmal unterstellen Sie mir gerade, dass ich unprofessionell bin, ja? Und Frau Storz, nun zu Ihnen, ja? Sie sehen Ihr Kind erstmal nicht mehr wieder. Also ich denke, wir sollten das Ganze nicht so hochhängen. Die Kleine ist doch jetzt wieder da und ich denke, Sie sind eine ganz gute, wundervolle Mutter, ja? Woher willst du das denn wissen? Ich sehe das. Sie ist ganz lieb mit ihm und sie wird das sehr gut machen. Ich vertraue ihr da. Also ich würde mal sagen, verlassen Sie bitte das Haus jetzt, ja? Ansonsten muss ich doch noch die Polizei holen. Ja, ist ja, wir haben es verstanden. Ja, bitte, und zügig. Ja, man kann auch nehmen Sie bitte Ihre Mandantin mit. Ist ja gut. Jetzt lassen Sie diesen einen Augenblick noch zu, bitte. Alles wird gut. Alles wird gut, versprochen. Machen Sie sich keine Sorgen. Bis Sie ihn zurückhaben, ist er bei mir in guten Händen, ja? Ich werde mich ganz lieb um ihn kümmern. Dankeschön, ja? Ja. Wiedersehen. Mann, ich habe echt Mist gebaut. Ich hoffe, die Anwältin behält recht und ich bekomme Niklas wieder. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, um ihn wieder an meiner Seite zu haben. Und ich lasse mich da auch nicht unterbuttern und schon gar nicht von so einer Schnöpfe vom Jugendamt. One more depending on a breath, and we all look away. Brigida Braun fährt zum Friseursalon von Jan Röller. Sie weiß, dass der verheiratete Mann einen Schlüssel zur Wohnung ihrer Mandantin hat. Deshalb vermutet sie, dass er vor 4 Tagen seinen Sohn Niklas aus Lauras Schlafzimmer entführt hat. Guten Tag, Braun ist mein Name. Frau Braun? Ja, ich bin Rechtsanwältin. Ich vertrete die Interessen Ihrer Auszubildenden, der Laura. Vor ein paar Tagen hätten wir uns besser kennenlernen können, aber da waren Sie so sehr in Eile. Ich müsste mit Ihnen kurz reden, unter 4 Augen. Moment bitte. Tut mir leid, ich bin gleich wieder bei Ihnen zurück, ja? Dankeschön. Dann gehen wir doch kurz nach hinten. Herr Röller, vielen Dank für die geschenkte Zeit. Folgendes. Meine Mandantin teilte mir mit, dass sie ein Verhältnis mit Ihnen hat, dass Sie der Vater des gemeinsamen Kindes sind und dass Sie ein verheirateter Mann sind. Ja, ist ja schön, dass Sie das so rumposaunt. Aber was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe doch ein klein wenig ermittelt und eines habe ich erfahren. Also meine Mandantin hat 2 Schlüssel anfertigen lassen für ihre Wohnung. Den einen hat ihre Schwester, aber wie ich gerade erfahre, haben den anderen 2 Schlüssel Sie, Herr Röller. Und damit sind Sie ja auch derjenige, der in die Wohnung meiner Mandantin eingedrungen sein könnte und das Kind mitgenommen haben könnte, um das dann in die Babyklappe zu legen. Also, was reden Sie denn da für ein Schwachsinn? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Gut, dann werden Sie mir aber auch Ihr Alibi sagen können. Was haben Sie vor 5 Tagen in dieser besagten Nacht getan? Wozu zum Teufel brauche ich denn jetzt hier ein Alibi? Wieso sollte ich meinen eigenen Sohn entführen und dann in die Babyklappe legen? Na, vielleicht, um sich den väterlichen Pflichten für jetzt und für die Zukunft und dauerhaft zu entziehen. Das ist doch eine Idee, oder? Das geht Sie doch alles überhaupt gar nichts an. Ich habe Lauras Erstausstattung bezahlt, ich unterstütze sie auch anderweitig finanziell und ich liebe Niklas. Also von Ihrer Liebe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sehe ich ganz wenig. Denn ich erlebe hier meine Mandantin, sie ist immer alleine mit sämtlichen Problemen. Sie bekennen sich ganz offensichtlich nicht zu ihr und ich glaube, dass auch ihre Frau nicht Bescheid weiß. Und was die finanzielle Seite anbelangt, so bin ich überzeugt davon, dass Ihnen die ganze Geschichte auch so langsam, aber sicher zu teuer wird. Hören Sie, ich habe mit dem Verschwinden Niklas nichts zu tun. Im Gegenteil, ich bin noch total erleichtert, dass er unversehrt wieder aufgetaucht ist. So, und jetzt möchte ich Sie bitten zu gehen. Meine Frau kommt jeden Moment her und ich habe keine Lust, Ihre dämlichen Fragen vor ihr zu beantworten. Auf Wiedersehen. Dann werde ich jedenfalls die Polizei darüber in Kenntnis setzen, dass Sie einen Schlüssel zu der Wohnung haben. Raus hier. Ja, gerne. Wir sind ja ohnehin fertig miteinander. Auf Wiedersehen, die Damen. Also dieser Röller, den glaube ich doch kein Wort. Der lügt, wenn er nur den Mund aufmacht. Ja? Er betrügt seine Frau seit einem knappen Jahr. Die weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Ich bin mir absolut sicher, dass er mit dem Verschwinden des Kindes etwas zu tun hat.
Ich muss es nur noch beweisen, denn erst dann könnte ich meine Mandantin vor dem Familiengericht entlassen und könnte wirklich erwirken, dass sie schneller ihren Sohn wieder zurückbekommt. Aber ich habe da schon eine Idee. Per Zeitungsinserat will die Anwältin nach Augenzeugen suchen, die entweder vor Lauras Wohnung oder vor der Babyklappe etwas beobachtet haben. Zur gleichen Zeit bedient Friseurlehrling Laura ihre Kundschaft im Salon. Die Auszubildende leidet unter der Trennung von ihrem Sohn und versucht sich auf ihre Kundin, ihre Schwester Svenja, zu konzentrieren. Da kommt es zu einem Zwischenfall mit Chefin Andrea Röller. Laura, kommen Sie doch mal bitte. Ja, vor. Was ist denn? Wie Sie ja wissen, dauert die Einwirkzeit bei dieser Farbe 30 Minuten. Die Uhr ist auf eine Stunde gestellt. Können Sie mir das bitte mal erklären? Nee, keine Ahnung. Ich habe das alles so eingestellt, wie man es einstellen muss. Das haben Sie ja wohl offensichtlich nicht. Wenn ich das jetzt hier nicht rechtzeitig bemerkt hätte, dann hätten Sie der Kundin die Haare versaut. Ist Ihnen das klar? Ja, aber ich war es nicht. Ich habe die wirklich so eingestellt, wie sie sein sollte. Dann wollen Sie etwa den Fehler mir zuschieben? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, Sie kommen jetzt mal ein bisschen runter. Meine Schwester ist eine tolle Friseurin und ich denke nicht, dass ihr so ein Anfängerfehler passiert. Das können Sie ja wohl gar nicht beurteilen. Was mischen Sie sich hier überhaupt ein? Das ist meine Schwester. Und Ihnen sage ich eines. Entweder konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihren Job oder ich schmeiß Sie raus. Dann können Sie sich einen anderen Ausbildungsplatz suchen. Haben wir uns verstanden? Ja. Ich gehe zum Termin. Ich verstehe es nicht. Vor 2 Tagen war noch alles in Ordnung. Frau Röller hat mich noch verständnisvoll getröstet. Und auf einmal flippt die wegen so einer Lappalie aus und das auch noch vor Kunden. Aber vielleicht hat sie ja irgendwas mitbekommen, was zwischen Jan und mir ist. Aber eigentlich glaube ich es nicht, weil dann wäre sie ja völlig ausgetickt. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Formidable. Formidable. Auf den Zeitungsaufruf von Brigida Braun meldet sich Augenzeugin Elka Olix, die in der besagten Nacht tatsächlich jemanden mit einem Baby beobachtet hat. Die Juristin trifft sich mit der Frau in einem Café. Sie hofft nun, durch die Zeugin endlich dem Entführer auf die Schliche zu kommen. Wir haben ja schon zu dieser ganzen Geschichte telefoniert. Können Sie mir sagen, wo waren Sie zu diesem besagten Zeitraum? Ich war an dem Abend bei meiner Freundin, die wohnt da in der Nähe von dem Krankenhaus. Und wenn ich nach Hause gehe, muss ich durch diese Straße, wo diese Babyklappe ist. Was hat sich da ereignet? Eigentlich habe ich nur eine Frau mit einem weinenden Baby gesehen. Mhm. Hätte ich gar keiner Beachtung geschenkt. Nur durch diese Zeit, durch diesen Zeitungsaufruf fiel mir das ja wieder ein. Ich verstehe. Und Sie sind sich so sicher, eine Frau gesehen zu haben. Kann es nicht auch ein Mann gewesen sein? Nein, auf gar keinen Fall. Das war eine große, schlanke, blonde Frau mit einem hellen Mantel an. Gibt es noch etwas, was Ihnen aufgefallen ist? Ein Auto, irgendwas? Ja, die ist aus so einem kleinen roten Auto aus. Das stand nämlich genau unter der Laterne. Deswegen habe ich die Farbe sehen können. Ich verstehe. Ja. Erinnern Sie sich vielleicht, was für ein Fabrikat das Auto war? Nee, also davon habe ich keine Ahnung. War so ein kleines, knulliges rotes Auto. Ja, ja. Okay. Sie haben mir sehr, sehr geholfen, Frau Olig. Also ich bin jetzt wirklich einen Riesenschritt weitergekommen. Ich muss leider wieder weiter. Ich helfe immer wieder gern. Schönen Tag noch, ne? Ja, tschüss. Wenn das stimmt, was die Augenzeugin soeben berichtet hat, ja, dann hat Jan Röller nun doch nichts mit der Kindesentführung zu tun. Eigentlich gibt es dann nur noch eine Möglichkeit, wer das gewesen sein könnte. Lauras Freund Jan Röller ist durch die Augenzeugin entlastet. Nur er und ihre Schwester Svenja besitzen einen Schlüssel zu Lauras Wohnung. Brigida Braun kann sich nur eine Person vorstellen, die noch Zugang zu einem Schlüssel hat. Jan Röllers Ehefrau Andrea. Die Juristin berichtet ihrer Mandantin sofort von diesen neuen Erkenntnissen. Laura hat richtig Stress mit ihrer Chefin. Ist halt komisch, weil sie halt vorher so verständnisvoll war und ja, mich auch getröstet hatte wegen Niklas. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube schon, dass ich den Grund für dieses Verhalten kenne. Also zumindest habe ich da eine ganz starke Vermutung. Okay. Also ich verstehe gerade nur Bahnhof. Sie wissen ja, dass ich hier einen Zeitungsaufruf gestartet habe. Ich habe ja nach Zeugen gesucht wegen dieser Babyklappe. Ne? Das war ja eine Geschichte, die wir ja nicht wussten. Es hat sich tatsächlich eine Zeugin gemeldet. Und mit der habe ich mich heute im Café getroffen. Und sie hat mir erzählt, dass sie in der Nacht, als ihr Sohn verschwunden ist aus ihrer Wohnung, unmittelbar in der Nähe der Babyklappe eine Frau gesehen hat mit einem schreienden Baby auf dem Arm, die aus einem Kleinwagen gestiegen ist. Naja. Jetzt meinen Sie, dass Frau Röller das gewesen ist?
Aber warum sollte sie das tun? Frau Stotz, ich glaube, die Reihe ist jetzt an Ihnen, mal die Karten auf den Tisch zu legen. Ne? Ja, also Ihr Mann, der Jan und ich, wir sind ein Paar und er ist auch Niklas Vater. Wie? Das ist ja krass. Du hast eine Affäre mit deinem Chef? Ich dachte, du hast mit Niklas Vater nichts zu tun. Alles klar. Dann ist völlig logisch, warum die so ausgerastet ist. Die hat 100 pro was mitbekommen. Sagen Sie mal, Ihre Chefin, die Frau Röller, fährt die einen roten Kleinwagen, so ein Fifi? Puh, nee, keine Ahnung. Also ich habe die eigentlich immer nur in so einem silbergrauen Auto gesehen. Und ja, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es Frau Röller war. Sie war so verständnisvoll und hat mich ja auch getröstet gehabt. Also das kann auch alles eine Show gewesen sein. Also ich würde Folgendes sagen, nach dem Gespräch, das ich heute mit der Zeugin hatte, sehe ich die ganze Geschichte doch in einem anderen Licht. Ich schlage Folgendes vor, ich werde mich nach diesem roten Kleinwagen erkundigen. Ich habe da meine Kontakte, ich werde das rauskriegen, ja. Und wenn ich neue Infos habe, rufe ich Sie an und ich halte Sie auf dem Laufenden, ja. Ich gehe schon mal, ich finde alleine raus, ja. Und Kopf hoch und alles wird gut. Ja? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also gleich werde ich meine Kontakte bei der Zulassungsbehörde anzapfen. Und dort werde ich natürlich erfahren, ob Frau Röller tatsächlich einen roten Kleinwagen fährt oder nicht. Ich bin mir absolut sicher, dass sie mit dieser Angelegenheit ganz viel zu tun hat. Und wenn das so ist, dann kann ich dem Jugendamt gegenüber beweisen, dass meine Mandantin nicht aus Überforderung ihr Baby in die Babyklappe gesteckt hat. Und dann kriegt sie Niklas ganz schnell wieder. Das Jugendamt hat den kleinen Sohn von Laura Storz in eine Pflegefamilie gegeben, weil es der Überzeugung ist, dass die junge Mutter mit ihrem Kind überfordert ist. Anwältin Brigida Braun muss nun beweisen, dass ihre Mandantin den kleinen Niklas nicht in eine Babyklappe gelegt hat. Die Rechtsanwältin ist davon überzeugt, dass Lauras Chefin Andrea Röller hinter dem Verschwinden des Jungen steckt. Sind Sie Halterin eines roten Kleinwagens? Ja. Warum interessiert Sie das? Das sage ich Ihnen gerne. Also es gibt eine Zeugin, die eine Frau mit einem Baby auf dem Arm an einer Babyklappe gesehen hat. Das Interessante ist, dass diese Zeugin erzählte, dass diese Frau mit dem Baby einem roten Kleinwagen entstieg. Und es tut mir leid, aber da komme ich nur noch auf Sie. Ja, also in dieser Nacht habe ich in meinem Bett geschlafen. Mein Mann wird das bezeugen können. Und ich glaube, es gibt viele kleine rote Wagen in Berlin, die von Frauen gefahren werden. Da haben Sie grundsätzlich natürlich recht, Frau Röller. Allerdings denke ich mir, dass Sie von den vielen Frauen die einzige sind, die ein Motiv hat für eine so schreckliche Tat. Und ich sage Ihnen auch, warum. Sie sind dahinter gekommen, dass Ihr Ehemann und meine Mandantin ein Verhältnis haben. Sie sind des Weiteren dahinter gekommen, dass der kleine Niklas der Sohn Ihres Mannes ist. Und von nun an haben Sie um den Bestand Ihrer Ehe gefürchtet. Und aus diesem Grunde haben Sie den Zweitschlüssel zur Wohnung meiner Mandantin von Ihrem Ehemann sich ausgeliehen, sind in Ihre Wohnung gefahren bei Nacht und Nebel, haben sich das Kind geschnappt und es dann in der Babyklappe, nun, wie möchte ich sagen, entsorgt. Sie müssen zugeben, Sie haben eine blühende Fantasie. In dem Fall nicht wirklich, nein. Aber Andrea, du bist ja gar nicht überrascht, dass Laura und ich... Wusstest du Bescheid? Für wie blöd haltet ihr zwei mich eigentlich? Eine Frau merkt, wenn ihr Mann sie betrügt. Und du? Glaubst du allen Ernstes, ich hätte es nicht bemerkt, dass du sie mit deinen Blicken förmlich ausziehst? Bei uns zu Hause ist doch nichts mehr gelaufen. Du warst immer nur noch müde. Am Anfang habe ich geglaubt, es wäre nur so eine Phase. Aber als sie dann schwanger wurde, da war mir alles klar. Und deshalb hast du einfach so den Kleinen geklaut und in die Babyklappe gelegt? Na, ich schau doch nicht einfach nur so zu, wie du mit so einer 19-Jährigen eine neue Familie gründest und mich sitzen lässt. Ja, und das sind 20 Jahre Ehe, die schmeißt man nicht einfach so weg. Wie konntest du das nur machen? Wir hätten doch über alles reden können, Andrea. Ach, Sie haben mir das alles eingebrockt. Wegen Ihnen kann ich nachts nicht mehr schlafen. Ich gehe durch die Hölle. Das Jugendamt denkt, ich bin eine schlechte Mutter. Ich bin völlig überfordert. Und das nur, weil Sie ja nicht verlieren wollen? Merken Sie noch was? Spinnen Sie irgendwie? Ich gebe ja zu, dass mit Niklas, das war ein Fehler. Aber das hast du dir auch alles schön selbst eingebrockt, meine Liebe. Du hättest ja nicht meinen Mann verführen und gleich mit ihm ein Kind kriegen müssen. Ich habe Jan verführt?
Nicht ein Stück. Wir beide haben uns ineinander verliebt. Und wir beide werden eine glückliche Familie sein, sobald unser Niklas wieder zurück ist. Laura, das geht nicht. Wie das geht nicht? Was redest du denn da jetzt? Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass ich Andrea liebe und ich werde bei ihr bleiben, trotz allem. Nein, das kannst du gar nicht ernst meinen. Du hast die ganze Zeit über zu mir gesagt, dass du nur mich liebst, dass du sie für mich verlässt, dass wir einfach eine glückliche Familie sind. Nichts, gar nichts. Ich war einfach nur eine billige Affäre für dich. Und wisst ihr was, ganz ehrlich, bleibt beieinander, viel Spaß, Dreck zu Dreck. Ich kämpfe, ihr Kind. Auf so einen Typen können Sie verzichten. Es tut mir furchtbar leid, dass meine Mandantin gerade so furchtbar enttäuscht wurde. Auf der anderen Seite bin ich froh, denn jetzt wissen wir es. Nicht sie war es, die die Kindesentführung vorgetäuscht hat. Und nicht sie war es, die das arme Kind in die Babyklappe gelegt hat. So vor diesem Hintergrund wird das Familiengericht natürlich den kleinen Niklas seiner Mutter ganz schnell wieder zurückgeben. Und wenn meine Mandantin sich jetzt in Zukunft noch auf eine Familienhilfe einlässt, dann bin ich mir ganz sicher, dann wird sie in ihrem Alltag unterstützt und wird auch weiterhin eine sehr gute Mutter sein können. Das Familiengericht spricht tatsächlich ein schnelles Urteil, sodass Laura ihren Sohn Niklas so schnell wie möglich wieder zurückbekommt. Nur 3 Tage später bringt Pflegemutter Hannah Tappert das Baby zu seiner leiblichen Mama. In Zukunft soll eine Familienhelferin die 19-jährige Mutter im Alltag unterstützen. So, na, da bin ich aber auch froh, dass der Kleine wieder bei Ihnen ist. Oh, ich werde ihn vermissen, mein kleiner Schatz. Jetzt wird alles gut werden. Danke nochmal, dass Sie neulich Frau Niehaus mit mir zusammen davon abgehalten haben, die Polizei zu rufen. Das wäre echt in die Hose gegangen. Also, ich bin einfach nur froh, dass mein kleiner Schatz wieder bei mir ist. Das ist mein ganzer Sonnenschein und ja. Von Jan bin ich einfach nur enttäuscht, aber egal, es geht nach vorn und wir beide machen uns jetzt ein schönes Leben. Laura hat im Friseursalon Röller gekündigt und wird ihre Ausbildung in einem anderen Geschäft fortsetzen. Jan hat die Vaterschaft von Niklas anerkannt und zahlt jetzt Unterhalt für seinen Sohn. Seine Frau Andrea ist wegen Kindesentzug zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden.